Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tron und wir sind im Fangle Forest, nachdem wir letztes Mal The Lost Throne of the King oder so gemacht. I feel like a boulder has lifted from my shoulders. Ja, sieht hier ganz nett aus. Nicht so untotig, aber genauso stachelig. Okay, das sieht alles wie diese Plattform aus, die bei Gewicht runtergehen. Hör auf damit. Jetzt komm hier hoch. So. Scheint nicht viel zu wiegen, wie? Nehmen wir dich halt als Trittbrett. Nein. Ach, solche Teile sind's. Nervige Viecher. Komm, da oben ist noch eins, ich weiß es. Ja, genau durch. Endlich. Ich kann mit der Laterne rumspielen. Noch mal aus Hörer. Danke. Hahaha, da fliegt er. Das mache ich nochmal. Ach, naja, der flog nicht wirklich, oder? Blockt. Nicht blockt. Blockt. So, dann mache ich die Tür mal zu. Auf. Nicht, ich weiß nicht wieso, aber schien mir wie eine gute Idee. Komm, inzwischen müsste doch auch langsam was anderes als Skelette kommen. Zombies oder irgendwie sowas Einflussreiches. Wie wär's damit? Ja, war's das mit euch? Okay, da steht er. Sehr gut. Sehr gut. Das sieht fast so aus, als könnten wir es umlegen. Fast eine Leiter. Autsch. Hör auf damit. Ist da oben fährt so? Dann geh ich nochmal zu. Was lebt denn hier noch? Oder lebt nicht hier noch und macht trotzdem Geräusche? In einem richtigen Geschützturm ist das ja drin. Und ich falle hier runter. Ja, jetzt kommt er nicht mehr weg. In die Mangel genommen. Den wunderschönen Pfeilhagel. So, war's das mit euch? Nein, natürlich nicht. Ich kriege auch nie genug. Was ist das überhaupt für ein komischer Pilz? Gibt auch immer so Sporen ab, wenn man ihn trifft. Ich glaube, oben ist leichter. Also gehen wir oben lang. Ah, ich habe so eine Idee.
der Schalter da vorne macht diese Plattform aktiv. Ziemlich sicher. Darum gehe ich weiter. Oh, es regnet blaue Tränke. Und wo lassen die die überhaupt? Da sind die Herzen ja noch logischer. Okay, da unten scheint es Wasser zu geben. Zumindest sehen so die Reflexionen aus. Scales of Fish. Allows unlimited time underwater. Das lasse ich auch bei ihr, weil sie, glaube ich, sowieso am schnellsten ist. Ich meine, der fette Typ von Kriegermann Ding kann ja nicht mal schwimmen. Hey, irgendwie hängt man hier gerade so fest. Und wieso habe ich die Erfahrung im ersten Moment nur vor mir hergeschoben? Okay. Und da scheint es weiterzugehen. Ich vermute, ich muss die Teile. Na komm, schwimmen. Das ist ganz so schöner. Ist aber auch ein Dreckswasser hier. Das Zahnrad sieht so interessant aus. Egal. Komm, drauf. Versuche ich das noch ein Stück in die Richtung zu drücken. Was gar nicht so leicht ist, erwiesenermaßen. Um dann trotzdem erst noch zu failen. So, komm. Ich meine, das Teil ist leicht genug, dass es an der Oberfläche schwimmt, aber die schiebt sich da einen ab. Gut. Ha, das sieht auch wieder schön aus. Wo kommt die auf einmal her? Jetzt sollte ich da eigentlich nicht einsinken. Kluger Kerl bin ich doch. Oh. Das hat nicht ganz so geklappt. Könnt ihr nicht einfach alle in der großen Gruppe gehen? Dann mache ich einen so ein Sperrfeuer und ich bin fertig. Angriff. Ja, das war schon für dich. Es braucht zu lange, um aufzugehen. So, das Ganze noch einmal. So, im ersten Schritt gehe ich hier hin. Das reicht mir doch jetzt. Okay, ich kann ja im Springen leider nicht schießen. Gut, danke. So geht's irgendwie immer einfacher als diese komischen Rätsel. Gut. Nicht mehr Schaden genommen. Sweet. So, es gibt wieder einen Weg oben, einen Weg unten. Aber weil es den Weg oben gab, will ich wissen, was da. Wieso es den gibt. Ich meine, für diese nicht vorhandene Fallgrube? Also, da ist ja nichts, was man ausweichen könnte durch diesen tollen Weg.
So, jetzt bin ich hier oben. Jetzt will ich aber auch tolle Sachen sehen. Und nicht nur einen großen Baum. Wer hat eigentlich auch die ganzen Kerzen gesetzt? Und wer setzt die immer neu? Ich meine, irgendwann brennen die doch mal ab. Und Zahnräder. Immer nur Zahnräder. Ha, sollte so halbwegs mittendrin sein? Oh nee. 2 Minuten spiele ich noch. Damit ich mal auch mitten im Level einen gescheiten Cut habe und den ich jedes Mal suchen muss, was so halbwegs mittendrin ist. Da. So, und darauf noch ein. Dann sollte ich da doch hoch können. Super gemacht. Was sagt das? 15 von 30 Experience Level, 11 von 20. Das ist ziemlich midway. Ich mach den Cut und man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut!